Hallo heute. Ich habe gestern meine wunderschöne Dampflok bekommen aus der 52er Reihe. Das ist jetzt die 52 17 19. Entschuldigt, dass ich das nachlesen muss. Sie ist ein sehr schönes Exemplar, deswegen wollte ich sie auch. Ich habe sie recht günstig bekommen. Es ist kein Original-Tender dabei, also jetzt ein Kleinbahn, sondern ein Tender von Lilliput dabei. Ihr seht auch, dass der Tender ein bisschen eine Schäden hat. Wenn ihr Ideen habt, wie ich zum Beispiel da den schwarzen Lack wieder fit bekomme, dass man ohne, dass man vielleicht das sogar sieht, könnt ihr gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Ich bin für jeden Tipp, wie gesagt, offen, auch für jedes Feedback. Auch wenn ihr Kritiken habt, schreibt es bitte hinunten in die Kommentare, denn ich möchte natürlich als Laie, was ich ja bin, lernen und auch dadurch zeigen, dass man eben weiter Fortschritte machen kann. Ich glaube, viele werden diese Lok auch als eine sehr schöne Lok sehen. Ende des Krieges hat es in Österreich 700 Stück von diesen Lokomotiven noch gegeben. Nach Beschlagnahme 1953 Nummer 307 dieser Lok. Sie wurden im Güterverkehr wie im Personenverkehr, auch im Schnellzugverkehr verwendet, bis im Jahre 76, 77. Da wurde sie dann aus dem Planbetrieb genommen bei der ÖBB. Der Tender, wie gesagt, ist in diesem Fall eben von Lilliput. So, ich zeigt euch die Maschine oder die Lok auch von dieser Seite. Meiner Meinung nach ist dieser Tender die umgebaute Version mit eben der Zugführerkabine. Man sieht ja, da hinten ist noch eine Kabine. Denn die hat eigentlich, was ich so nachgelesen habe, war anfänglich nicht dabei. Aber auch so ist sie wunderschön. Wir werden sie fährt. Ich werde euch dann auch noch zeigen, dass sie fährt. Aber ich werde auch noch vorher ein wenig sie sozusagen warten, um sie noch besser fahrbar zu machen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt schön sehen können. Ich finde wirklich eine ganz wunderschöne Lok und bin ganz happy, dass ich diese bekommen habe. So, wir werden jetzt sie ein wenig warten und schauen, wie sie auch innen ausschaut. Dazu müssen wir mal diese Schraube öffnen. Dann geht das Gehäuse herunter. Wie ihr sehen könnt, ist im Gehäuse hier das Gewicht. Finde ich recht gut, dass er das Gewicht und das ist scheinbar auch den ganzen Kessel entlang. Ja, da sehen wir jetzt den Motor. Er scheint sogar ein wenig geölt zu sein, die Zahnräder. Aber wir werden ein wenig nochmals Öl rauf tun. Richtig, so. Damit da das auch noch besser funktioniert. Dann schauen wir uns auch gleich an, ob irgendeine von den Schrauben rostig ist. Nein, schaut alles sehr gut aus. Auch die Kontakte zu den Schienen passen alle. Entschuldigung, nicht zu den Schienen, sondern Rädern halt. Auch auf der Seite schaut alles gut aus. Die Schraube ist vielleicht ein wenig rostig, da werden wir ein bisschen was raufgeben. Gut. Also es schaut sehr gut aus, muss ich sagen. Die Lampe schaut auch recht gut aus. Hat auch einen guten Kontakt anscheinend.
Passt. Eine Frage habe ich jetzt an euch auch wieder. Bitte unten in den Kommentaren hinzufügen, falls ihr wisst. Ich habe nämlich gesehen, dass hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ein Kabel einfach lose wegsteht. Und weiß nicht, was es mit diesem Kabel auf sich hat. Ich habe da, da ist ein Schraubenloch, ist einmal mit einer Schraube angeschraubt, aber dann fährt die Lok nicht. Das heißt, das ist nicht das das Problem ist Lösung. Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, dieses Kabel irgendwo zu verbinden. Aber wenn jemand von euch eine Idee hat, für was dieses Kabel da ist und was man mit dem vielleicht tun muss, dann bitte ich euch, mir das in die Kommentare hineinzuschreiben. Ich werde jetzt da gleich mal alles ein bisschen ölen. Gut, da ist auch noch das Zahnrad. Passt. Ja, schaut recht gut aus. Da sind auch noch zwei Zahnräder. Passt. So, jetzt wollen wir schauen, ob es jetzt auf, wie es hier fährt noch. Wir werden das Gehäuse wieder raufsetzen. Passt. Die Schraube kommt wieder rein. Gehört wieder angeschraubt. Hoppla. Na, entschuldigt, dadurch wird das Video zwar länger, aber das bringt euch nichts. Gut, passt. Nächste ist die Fahrtprobe. Ah, bevor ich die Fahrtprobe mache, möchte ich euch auch noch fragen. Ihr seht ja, hier ist die roten Stangen an den Leitern recht noch intakt, aber auf dieser Seite sind sie eben nicht mehr intakt. Zumindest. Der eine fehlt und der andere ist sowieso auch verbogen. Habt ihr eine Idee, wie man das vielleicht doch noch ausbessern könnte und da das doch noch zusammenbekommen würde, dass das wieder original ausschaut? Wie gesagt, auch was für eine Tipps habt ihr für mich, was die Lackierung betrifft, was man da machen könnte. Einfach ist es nicht, aber wir werden das schon schaffen. Also, ich habe jetzt gemerkt, dass der Motor nicht wirklich funktioniert. Der hintere hat funktioniert. Beim Auseinandernehmen habe ich gesehen, dass auch diese dritte, zumindest der eine Draht, dann. Nicht dran passt. Jetzt werden wir das Ganze schnell einmal anlöten. Lötzinn drauf. So. Dann müssen wir noch den Draht dazu nehmen. Dann auf ein neues. So, schauen wir mal, da jetzt dann. So, jetzt ist er fest. Und jetzt schauen wir uns dann. Ob er jetzt funktioniert. Schauen wir, dass nicht funktioniert. Und auch ob die vordere Motor jetzt funktioniert und auch die vorderen Räder angetrieben werden. Also, mir ist es als Laie gelungen, auch das zu schaffen und auch das zu löten. Ich glaube, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Viel Freude bei euren eigenen Versuchen. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Es hat viele Nebengeräusche. Das ist, weil ich in einer siebenköpfigen Familie wohne oder zu Hause habe. Und zu meinen Zeiten, wo ich Zeit habe, die Videos zu drehen, halt auch rund um mich einiges los ist. Auch unsere Enkelkinder eben zwischendurch einmal einen Schrei loslassen, weil es ihnen was nicht passt. Auch mein Atmen hört man sehr stark, das ist, weil ich eben Atemprobleme habe. Leider, es tut mir leid, dass man das so stark hört. Ich habe schon ein Mikrofon bestellt. Ich
hoffe, dass es vielleicht durch das Mikrofon besser wird, wenn das alles ein bisschen näher an meiner Stimme ist. So sage ich eben nochmals Danke. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt oder auch meinen Kanal abonniert. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.